Frühurlauber und herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Testvideo, denn eine sehr gute Freundin von mir war letztens erst in Urlaub in der USA und hat mir zum Testen ein paar Süßigkeiten mitgebracht. Und zwar habe ich hier einmal für euch im Test die Sweet Tarts, ja? Also Leute, wie gesagt, die Sachen, die ich jetzt hier vorstelle, bekommt ihr nicht in Deutschland zu kaufen. Es gibt sie nur in den USA. Und ich liebe ja sowieso diese Kaugummistangen oder diese Fruchtstangen. Das hier könnte richtig fruchtig werden. Wir haben hier auf der Rückseite nochmal beschrieben, ich weiß gar nicht, ob das jetzt die Geschmacksrichtungen sind, ja, welche Sorten es alles noch davon gibt. Wir haben hier jetzt einmal Soft and Chewy. Also sie sollen auch noch gleichzeitig weich sein. Ich bin gespannt und werde jetzt mal gucken, wie Süßigkeiten aus den USA schmecken. Es riecht jetzt nicht fruchtig, es riecht irgendwie... ja, künstlich, sage ich mal. Also ganz künstlich. Und oh, hier kleben auch schon so zwei Stück zusammen. Man kann sie auseinanderziehen. Sie sehen ein bisschen so aus wie diese Haribo-Sticks in der Sorte mit Erdbeere. Man hat hier, also sie sehen eigentlich genauso aus, aber sie sind schon sehr weich, ja? Also ihr könnt das hier sehen. Oh mein Gott. Man spielt nicht mit Essen. Alles klar, ich beiß jetzt hier mal rein. Oh ja, sie sind sehr weich. Oh, süß. Und man schmeckt gleich, dass damit irgendwas nicht stimmt. Es ist eine Süßigkeit aus den USA und aus Amerika und irgendwie schmeckt man das, weil diesen Geschmack gibt es, habe ich auch so noch nie irgendwie gegessen. Es schmeckt leicht nach Erdbeere, also es ist leicht beerig. Ja, es steht ja auch drauf, Erdbeere, ja, Strawberry. Es ist lecker, also irgendwie hat das was. Es ist sehr künstlich, es hat irgendwie so einen Geschmack, der ist total fremd. Das Ganze ist sehr, sehr weich und es hat auch so eine leichte Säure im Abgang. Also ich glaube, mehr als zwei Stück könnte ich jetzt nicht essen, so am Stück. Weil es ist wirklich sehr, sehr süß. Und es schmeckt wirklich... Es schmeckt irgendwie nach Chemie. Es schmeckt irgendwie... Man muss länger drauf rumkauen und dann kommt so ein Erdbeergeschmack durch. Dann muss man nochmal warten und zum Schluss hat man so eine leichte Säure im Hals. Aber irgendwie, das ist ein bisschen... Irgendwie ist dann... Ich weiß gar nicht, was du sagen sollst. Ein bisschen zu viel. Ich weiß nicht, womit die Leute in Amerika ihre Süßigkeiten herstellen. Gesünder als deutsche oder Haribo-Sachen sind sie natürlich nicht. Es riecht auf jeden Fall, also wenn man die Tüte aufmacht und dran riecht, denkt man so, boah, nee. Ja, ich hätte jetzt gedacht, da kommt einem so ein richtiger Erdbeergeruch entgegen. Nein, überhaupt nicht. Nö. Also wenn man die Tüte aufmacht, denkt man echt, okay, nein. Aber wenn man sie probiert, dann ist es wirklich richtig fruchtig. Also diese Fruchtstangen, die riechen nicht nach dem, als das, wonach sie schmecken. Also es ist überraschend gut. Ich müsste sie mir aber nicht nochmal kaufen. Es ist jetzt okay, sie mal zu probieren. Vielen Dank, Loreen, dass du sie mir zugeschickt hast. Es ist nicht meine allerliebste Lieblingssüßigkeit. Ich hätte es jetzt auch mal interessant gefunden, so eine Tüte mit unterschiedlichen Geschmacksrichtungen, dass hier jetzt nur die Sorte Erdbeere. Man kann das gerne machen. Ich würde den durchschnittliche 5 Punkte geben. Ja, es ist jetzt nicht... ich finde auch, es könnte ein bisschen fruchtiger sein. Es ist mir zu viel Chemie. Irgendwie ist das ein komischer Geschmack. Aber ja, auf jeden Fall eine Süßigkeit, die man so nicht bekommt. Also wollt ihr sie auch probieren, müsst ihr entweder Loreen fragen oder in die USA reisen.